Herzlich willkommen, Michael Haas aus Österreich. Mein Name ist Sigrid Limberg-Strohmeier. Fangen wir am besten gleich mit unserem Thema an. Sigrid, welches Buch hast du uns hier mitgebracht zum Thema Bewusstsein? Ja, ich habe hier das Buch von Marion und Werner Tiggi-Küstenmacher und dem Tilman Haberer, Gott 9.0, mitgebracht. Und diese bunte Spirale, die ihr da drauf seht, hat auch schon sehr viel damit zu tun, worum es in diesem Buch geht. Und zwar, ich lege das mal jetzt wieder weg. Es geht darum, die Vorstellungen oder mit welchen Worten oder aus welcher Weltsicht man spirituelle Erfahrungen beschreibt, hat etwas mit der eigenen Erfahrungswelt und auch mit der eigenen Erklärung der Welt zu tun. Das heißt, eine spirituelle Erfahrung wird dann von einem Menschen in Worte gefasst. Die geht im Prinzip durch das Glaubenssystem eines Menschen. Und so wird dann auch über Religion und über spirituelle Erfahrungen gesprochen. Das heißt, es ist nicht selbstverständlich, dass jemand, der heute also in der modernen Zeit lebt, die gleichen Worte für spirituelle Erfahrungen verwendet, wie jemand, der vielleicht in der Frühzeit unserer Menschheit gelebt hat oder vor 200, 300 Jahren. Aber immer geht es um eine spirituelle Erfahrung und wichtig ist eben dabei zu beachten, dass wir darüber sprechen. Und in dem Moment, wo wir Sprache benutzen, gehen wir in ein bestimmtes Glaubenssystem hinein. So wird zum Beispiel in der magischen Zeit Jesus als jemand verstanden, der Wunder vollbringt, und zwar ganz praktische. Ja, und das wäre in der heutigen Zeit ganz anders. Das würde man ganz anders erklären. Das würde man in der heutigen Zeit über Synchronizität oder Resonanzen erklären und solche Dinge. Und da bekommt man einfach einen klaren Blick auf das Thema Religion und um was es eigentlich geht und warum Spiritualität und Bewusstseinsarbeit auch wichtig ist in der heutigen Zeit und warum in manchen Ländern eben noch ja, bestimmte religiöse Riten vollzogen werden und in anderen Ländern eben man mit dem Thema ganz anders umgeht. Wagen denn die Autoren auch einen Ausblick? Also, wo geht die spirituelle Reise hin? Die spirituelle Reise geht in die Richtung, dass die Menschheit sich insgesamt weiterentwickelt und dass es ganz wichtig ist, gerade im Moment, dass wir an einem großen Entwicklungssprung stehen, Respekt und Akzeptanz für die unterschiedlichen Sichtweisen der Religionen und spirituellen Praktiken zu haben. Der Willige Jäger hatte mal ein schönes Zitat dazu geäußert: Es gibt viele Wege auf den Berg. Und einer ist schöner wie der andere. Ja, wunderbar. Vielen Dank für die Vorstellung dieses Buches Gott 9.0. Ja, ich habe auch ein Buch mitgebracht von zwei sehr spannenden Menschen. Zum einen Umberto Eco, der Schriftsteller, und zum anderen Carlo Maria Martini, ein katholischer Kardinal. Die Oh, das ist ja unterhalten, spannend. ja, absolut, die haben auch Was so. fasziniert dich denn daran? Mich fasziniert daran, dass Eco als Agnostiker in Dialog tritt mit dem Kardinal und über ja, philosophische, aber auch ganz lebenspraktische Dinge sich unterhalten. Und besonders spannend finde ich, dass zumindest als ich es gelesen habe, mich gewundert hat, dass der Martini als Kardinal sehr lebenspraktisch argumentiert und Eco als Agnostiker eigentlich der spirituellere von beiden zu sein scheint. Ah, ist interessant. Ja. Ja, Also, und und was hat es bewegt in dir, dieses Buch? das hat, ich habe das zum ersten Mal gelesen vor
15 oder 20 Jahren. Und es hat mir nochmal klar gemacht, dass ich mich mit diesen Themen stärker auseinandersetze. Und ja, dass es auch eine wunderbare intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Thema Spiritualität gibt. Also die beiden machen das par excellence. Große Geister treffen hier aufeinander, sprechen miteinander, diskutieren miteinander auf eine sehr feine Art und Weise, aber auch sehr konfrontativ. Also mir gefällt es auch als Diskurs, als Streitschrift sehr gut. Ja, Das hat ja auch wieder eine spirituelle Dimension. ganz genau. Und da wäre es natürlich auch mal ganz interessant zu schauen, von welcher Ebene sie jeweils aus argumentieren. Ja, da Ganz könnte genau. man da das dann noch ein bisschen mehr einsetzen, weil ich denke, Akzeptanz hat immer auch eine Basis, also eine Verständnisbasis. Je bewusster ich auch mit diese Dinge einordnen kann und verorten kann, unterscheiden kann, umso besser kann ich dann auch Gewinn draus ziehen. Ja, Lass ich mich habe auch noch ein raten, Buch dabei. ja, lass mich raten. Ich habe dich ja auch kennengelernt, auch mit dem Thema Zen. Und du hast sicher etwas Fernöstliches dabei oder doch eher was aus Europa? Naja, fernöstlich, also ich war schon ein bisschen im Zweifel, weil der Dalai Lama hat ja auch sehr viel mit der Wissenschaft zusammengearbeitet und da gibt es auch eine ganze zahlreiche Bücher, die sehr interessant sind zu dieser Begegnung Wissenschaft und Spiritualität. Aber ich habe heute was anderes dabei und zwar ein Buch von der Doris Zöls, die Zen-Meisterin am Benediktushof. Und ja, sie beschreibt hier in diesem Buch einen spirituellen Prozess. Und sie bezieht sich dabei auf eine uralte Geschichte, also die Ochsengeschichte. Das heißt, ein spiritueller Prozess wird beschrieben in 10 metaphorischen Bildern, die aus dem 11. Jahrhundert stammen. Und sie hat es auf eine, finde ich, sehr ansprechende und bewegende Art und Weise auf die heutige Zeit übertragen. Es bringt ja nichts, wenn man nur in der Sprache der Texte, wie sie damals eben im Original waren, zu reden und es dann so ein bisschen zu übersetzen, sondern es braucht heute auch diese Übersetzungsarbeit, auch auf unsere Lebensbedingungen, auf unsere Weltperspektive, unsere Lebensperspektive und so weiter. Und das macht sie sehr gut. Deswegen haben wir dieses Buch auch gewählt als Grundlage für unsere Online-Sendung. Die Joyce und ich machen hier jetzt schon seit Beginn von Corona, also seit März 20. Und hier bekommen wir immer wieder ganz spannende Impulse für unsere Online-Meditation. Und das ist ganz, ganz spannend, also das so zu vertiefen in diesen Meditationen und wirklich auch das so in die Woche mitzunehmen, weil Zen ist ja auch was ganz Praktisches. Du hast es vorhin angesprochen, dass er so mitten im Leben und so ganz praktisch redet über seine religiöse Einstellung und dergleichen. Zen ist auch auf das ganz Praktische des Lebens, des Alltags orientiert, weil darum geht's. Spiritualität findet nicht oder Bewusstseinsarbeit sollte nicht in Wolkenkuckucksheim stattfinden, sondern wirklich hier auf der Erde. Welcher Impuls hat denn für dich welcher hat dich am meisten berührt? Was mich am meisten berührt hat, ist die Verbindung zur Liebe. Weil ich glaube, das ist eine starke Kraft, die wir gerade jetzt brauchen. Und Doris Zölls
adressiert diese Kraft auch im Titel, der Zen-Weg zur Liebe. Und das geht mir bei manchen Zen-Büchern auch so ein bisschen verloren. Das gerückt so in den Hintergrund, finde ich. Und mir gefällt es sehr gut, dass sie das so immer wieder dieses Thema in den Mittelpunkt stellt. Weil ich denke, das ist die Hauptkraft, mit der wir etwas verändern. In uns, aber auch in unserer Welt. Ja, danke dir. Ich habe ein Buch mitgebracht, mit dem ich aktuell sehr intensiv arbeite, nämlich der Organisationskompass in Coaching und Beratung von Isabella Glien. Absolute Empfehlung für alle, die im Wirtschaftsbereich unterwegs sind oder auch mit Einzelpersonen arbeiten, weil Isabella Glien es hier einfach gelingt, spirituelle Aspekte an spirituellen Aspekten anzudocken und das aber richtig gut runterzubrechen im täglichen Tun im Management. Super. Also mir gefällt schon das mit dem Kompass. Ja, richtig. Ich habe ja auch einen Kompass entwickelt. Genau. Ein Kompass ist, glaube ich, in der heutigen Zeit sehr wichtig. Welche Rolle spielt denn der Kompass in diesem Buch? Weil das interessiert mich jetzt natürlich gerade. Genau, also spannend ist so, wo kommt der Kompass her, wie hat er sich entwickelt? Und man lernt im Buch, dass das unter oder hinter dem Kompass das Medizinrad steht. Mit archetypischen Dingen arbeitet und mit Heilung arbeitet und so weiter. Also eine hochspannende Zusammenführung dieser beiden Welten, dieser Business-Welt und dieser Medizinrad-Welt, nenne ich es mal. Und die Organisationskompass selbst bildet eigentlich das Medizinrad ab. So, das finde ich ganz, ganz spannend. Das ist ja aus dem schamanischen Denken, das Medizinrad. Und das ist noch so ein ganzheitliches Denken. Genau. Ja, da wäre natürlich jetzt auf der Basis von Schwaherdynamik gleich meine Frage, welche Verknüpfung gibt es da in die Moderne? Und kann man das übertragen, einfach so eins zu eins? Letzte Frage, ja. Wenn man sich bei 1:1 Mühe gibt und wirklich diese Welt des Schamanischen auch übersetzt in die Welt des Unternehmerseins und des Unternehmertums und der Unternehmen, würde man direkt mit dem Wording des Medizinrades in Firmen aufschlagen, vermute ich, würde es die eine oder andere Irritation geben, die vielleicht gar nicht so schlecht wäre. Aber ich ziehe den Weg vor, den Isabella Glien gewählt hat, das Ganze gut zu übersetzen, einen guten Übertrag zu machen und die Prinzipien anzuwenden, aber mit anderen Worten, mit Worten, die businessfähig sind. Ja, und da sind wir vielleicht sogar wieder beim ersten Buch, weil die Prinzipien, die sind ja oft stufenunabhängig. Also es gibt so aus jeder Stufe gibt es ganz wichtige, wertvolle Beiträge. Und wir tragen diese Stufen ja alle in uns, also diese Entwicklungsstufen. Und ich finde das sehr spannend, aus den verschiedenen Stufen die Weisheit und das Wissen in die heutige Zeit zu übertragen, in einer Form, wie das einfach für den modernen Menschen auch annehmbar ist. Das heißt, wie er von seinem Glaubenssystem her abgeholt wird. Genau, und dabei die Anbindung nach oben nicht negiert. Ja. Ich glaube, die Führungskraft von heute und auch jeder Selbstständige und jeder Angestellte braucht heute die Verbindung nach oben. Einfach um gut durch den Alltag zu kommen und gut durch die Welt zu kommen, gute Entscheidungen zu treffen. Ja, ich danke dir für deine beiden Tipps. Die sind quasi schon gekauft. Ich finde es auch spannend. Ich habe die natürlich auch gekauft, ist ja klar. Ich liebe Bücher einfach. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Prima, bis dahin. Tschüss. Tschüss.